Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Xur Review. Es ist ja wieder Freitag, das bedeutet Review Time mit Diegel und Angelus. Hallo und moin moin. So, Xur steht ja jetzt diesmal in der Mitte vom Turm und zwar beim Schmelztiegel Quartierwart. Und lustigerweise habe ich ihn diesmal direkt gefunden. Letztes Wochenende war das so, ich suche und suche, er ist ja nicht aufgetaucht und dann war er am letzten Platz, wo er sein konnte und jetzt bin ich hingegangen, sofort gefunden, Jackpot. Okay, wir schauen uns dein Inventar einmal an. Gleich mal erste Meinung, was hältst du vom Inventar? Oh, durchwachsen. Also. Ja, sehr durchwachsen. Ja. Fun Fact, die ganzen Rüstungsteile, alle drei zusammen, wurden genauso schon am 3. April angeboten. Die Midas Multitool gab es vor einem Monat am 27. März. Also die drei Rüstungsteile alle zusammen am 3. April und die Midas vor etwa einem Monat. Also das ist gar nicht so lange her. Ich habe mich schon gewundert. Ich denke so, irgendwie kennst du doch die Sachen, weil wir müssen ja auch Screenshots bereitstellen für meine MO und da waren alle schon da. Fangen wir an mit Typ 44 im Abseits. Titanenstiefel. Du kannst mehr Munition für schwere Waffen tragen und verlängert die Dauer, die Schulterangriff aktiv bleibt. Kombiniert ich sehe das auf jeden Fall im PvP, das Item, muss ich sagen. Ja, definitiv. Ja. Also man hat hier 127 Stärke. Ich glaube, der Wert geht auch nochmal ein bisschen höher. Da müsste ich gerade mal gucken in mein Bildchen und gucken, was hatten die. Ne, da steht das dabei. Steht dabei. Ah ne, die hatten nur 107 Stärke. Von daher sind sie besser als die, die das letzte Mal angeboten worden sind. Auch für mich ganz klar ein PvP-Item. Weil einfach der Nahkampfangriff schneller aufgeladen wird und Schulterangriff ist ja auch sehr beliebt. Ja, wie war ein Blick wert? Also ich spiele viel lieber mit dem Helm des innersten Lichts als Stürmer. Ja, definitiv. Aber die Schuhe, ja, wenn man den Schulterangriff gerne verwendet, oft verwendet, kann man sich die auf jeden Fall mal zulegen, würde ich sagen. Ja, also für Schulterangriffsspieler definitiv empfehlenswert, auch wenn das Ding mal weg ist, dass ihr zumindest den normalen Nahkampfangriff schneller aufladen könnt mit mehr Stärke. Ja, eigentlich ganz nett. Ansonsten im PvE sehe ich da persönlich nicht so den Nutzen, außer bei diesen Eris Bounties, wo man Hexen mit Schulterangriff platt machen muss. Da ja, könnte das die einzige Situation, wo ich den verwenden würde. Ja, das ist, glaube ich, die einzige Situation. Ansonsten, ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Schulterangriff viel im PvE benutzt. Ich sehe das Ding auch im PvP immer seltener, aber für da, wenn ihr nichts anderes Exotisches habt, was da aushelfen kann, eigentlich gar nicht mal so verkehrt, aber auch jetzt nicht wirklich die Kaufempfehlung. Wenn ihr nicht genug Münzen habt und ihr denkt euch, soll ich jetzt hier die Titanenstiefel kaufen, macht's nicht. Wir machen weiter mit der Jägerbrust, Wappen von Alpha Lupi. Stärke plus 126, also 117 und maximal 126. Belebe Teammitglieder schneller wieder, erzeuge mehr Sphären. Du kannst mehr Munition für Spezialwaffen tragen und du kannst mehr Munition für Handfeuerwaffen tragen. Yay, den finde ich gut. Mehr Handfeuerwaffenmunition ist immer super. Ja. Gerade wenn man so auf Handfeuerwaffen steht. Ja, genau. Besonders, wenn man mit exotischen Handfeuerwaffen spielt, die Dorn, das letzte Wort und die Falkenmond, ja, unten sehen wir die Dorn, die haben nicht so viel Munition in Reserve und da ist das Wappen von Alpha Lupi schon sehr hilfreich. Es ist mir tatsächlich letztens im PvP sogar passiert, dass ich mit das letzte Wort fast keine Munition mehr hatte, weil ich eine relativ lange Killstreak hatte und das war ein bisschen komisch. Die Probleme das ist aber, sollte man für PvP trotzdem kein Item, was ich oft trage. Also da nehme ich dann doch lieber die Glücksbeere im PvP als das. Ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht, wenn ich gefecht spiele, habe ich das früher ganz gerne benutzt mit dem Revolverhelden. Revolverheld ja. Ist der Fokus, ne? Ich habe immer nur einen Gunslinger im Kopf. Das Problem hatte ich letzte Woche schon, ne? Genau, ja. Da habe ich das früher eigentlich ganz gerne gespielt und einfach wegen der schnelleren Teamwiederbelebung. Für die PvP-Modi, wo man das nicht braucht, mit der Wiederbelebung, wo es nicht möglich ist, da braucht man das in der Regel auch nicht. Ansonsten erzeuge mehr Sphären, kann gerade im Dämmerungsstrike nicht ganz nett sein. Im Dämmerungsstrike würde ich die ab und zu tragen, ja. Erstens mit den Wiederbelebungen und plus die Sphären sind gleich zwei Boni, die man dann hat für die Dämmerungsstrikes. Das ist eigentlich eine gute Sache.
Genau. Es gibt ja das Gegenstück vom Titan und es gibt auch nochmal das Licht hinter Nemesis. Für einen Warlock hat auch ebenfalls belebe Teammitglieder schneller wieder, erzeuge mehr Sphären, das ist der gleiche Effekt. Also im Dämmerungsstrike eigentlich eine ganz, ganz nette Sache, finde ich. Ja, finde ich auch. Ansonsten, ja, halt Gefecht, Inferno-Gefecht, da kann man das Ding benutzen. Und Bergung. Ja, Bergung, genau, Bergung. Ja. Bergung. Mhm. Bergung vergesse ich immer, so wenig gespielt. Ja, ist auch selten da jetzt im Moment. Ja. Okay. Kaufempfehlung, ja, nein. Situationsabhängig, würde ich sagen. Ja, also auch hier, wenn ihr nicht genug Münzen habt, müsst ihr es euch nicht unbedingt kaufen, ist jetzt nicht so ein Must-Have-Teil. So, wir machen weiter mit dem Warlock, Schädel des schrecklichen Ahamkala. Erhöhte Granatenwurfweite, mehr Superenergie durch Granatenkills, stärker beim Einsatz der Nova-Bombe, verbesserter Energieabzug und plus 123 Intellekt. Da muss ich jetzt hier auch mal gucken, was hatte denn der letzte Schädel? Ich glaube, da geht ein bisschen mehr, glaube ich, oder? 94 hatte der letzte nur. Oh, das ist nochmal ein großer Unterschied, deine Erfahrungen damit? Ich benutze ihn gar nicht so oft, muss ich mal gestehen. Ich glaube, habe ich ihn noch? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihn noch habe. Ich habe ihn selten verwendet. Weil ich im PvP als leere Läufer dann immer lieber die Brust trage, die leere Fangsankleidung. Genau. Aber wenn ich jetzt mal nur die Helme vergleichen würde, die man als leere Läufer so tragen könnte, ist ja einmal der Obsidian-Wille und dieser hier. Sind eigentlich beide nett. Im PvP würde ich vielleicht sogar Ahamkara vorziehen, weil mehr Superenergie durch Granatenkills, wenn man dann die mit seinen Axion-Blitzen rumschmeißt, kriegst du halt mehr Superenergie und dann halt noch diese mehr aushalten, wenn man die Nova-Bombe einsetzt. Ja, plus dann noch den Energieabzug ist es eigentlich für PvP ne? Zu viele Ps. eigentlich der bessere Helm als der Obsidian-Wille, finde ich. Ja, persönlich auch. Ich weiß nicht, den Obsidian-Wille benutze ich irgendwie gerne im PvE. Wenn da wirklich viele Gegner sind, da merkst du auch, dass deine Nova-Bombe schneller aufgeladen wird. Aber beim PvP, ich weiß nicht, da erwische ich mal zwei. Also ich verlasse mich nicht darauf, dass ich immer die Nova-Bombe nur einsetze, wenn ich drei Gegner oder mehr sehe. Und das passiert eigentlich auch relativ selten, dass da drei seltener, Gegner an irgendwie einer Flagge oder so stehen. Von daher halte ich den eigentlich für den etwas effektiveren Leere-Läufer-Helm. Also es ist wirklich praktisch. Ich habe das jetzt, glaube ich, in den letzten paar PvP-Runden auch mal getestet im Warlock mit dem Schädel des schrecklichen Ahamkara extra aufgewertet und du wirst wirklich schwerer erledigt. Merkt man. Jörg hat den früher auch verdammt gerne benutzt. Es war, glaube ich, auch mit einer seiner ersten exotischen Helme und den hier habe ich sehr, sehr spät erst bekommen. Ich glaube sogar am 3. April habe ich mir den erst gekauft. Bin mir gar nicht so sicher. Ja, man hat auch noch diese zwei Aufladungen für den Energieabzug, ne, für den Nahkampfangriff. Das ist auch klasse eigentlich. Ja. Ich kombiniere das ja ganz gerne mal mit Leben wiederherstellen durch den Energieabzug-Effekt. Und das ist sehr praktisch. Das hat mir schon hin und wieder den Arsch gerettet. Und ansonsten der Intellektwert ist auch sehr hoch. Das passt für meinen Geschmack ganz gut. Ja, finde ich auch. Ja, gut, wenn beim letzten Mal nur 94 drauf waren, ist das schon eine Steigerung, ja. Ja. Also, von mir persönlich, ich würde sagen, wenn ihr viel leere Läufer spielt und viel PvP, dann kauft euch den. Der ist eigentlich wirklich gut. Ne, wenn ihr kein anderes Rüstungsteil habt, das ihr gerne benutzt und ihr braucht gerade was fürs PvP, was richtig geil ist, würde ich sagen, ruhig die 13 Münzen investieren. Ja, würde ich auch sagen. Und er sieht ganz schick aus, finde ich. Mal was anderes für den Warlock. Ich jetzt hier nochmal schnell an. Mit meinem interessanten violetten Shader ist der irgendwie, ja, der die Knochen halt und dann ist er rot gefärbt. Sieht irgendwie cool aus. Okay, bei mir ist er gerade Gold. Okay. Ich weiß gar nicht, welchen Shader ich anhab. Okay, wir machen weiter mit Mila Multi-Werkzeug. Jo, eine Scout-Gewehr mit einer relativ schnellen Feuerrate. Dabei ist die Schlagkraft aber noch ganz gut. Ich bin gerade überlegen. Hat die eine höhere Feuerrate als Vision der Confluence? Ich glaube schon. Hab ich ein Scout-Gewehr dabei zum Vergleichen? Ich habe gerade die Vision dabei.
Ja, ist ein bisschen höher. Ah, nee, ich habe jetzt hier die Krypta-Bewohner. Okay, Krypta-Bewohner SE1. Okay, das heißt, der Schaden ist tatsächlich sogar geringer. Echt? Nee, da gibt's hier gibt es noch Nahkampfballistik und Drifthilfe. Okay, da wird die Schlag noch ein bisschen hochgesetzt. Mit der Mida habe ich persönlich nie so viel gespielt. Wenn die Schlagkraft aber tatsächlich passt und dann ist das Ding, dann kann das Ding richtig viel Spaß machen, weil die ist im PvP richtig gut. Ich habe mit der mein erstes Eisenbanner gespielt nach dem DLC, wo der Schaden auf 30 hochgesetzt worden ist und da habe ich viele Matches mit der Krypta-Bewohner gewonnen. Und die Feuerrate und die Schlagkraft sind gleich, beziehungsweise bei der Mida kann man hier die Schlagkraft noch ein kleines bisschen erhöhen und die hat auch noch ein deutlich größeres Magazin von 21 Schuss. Was Feldscout nochmal. Ja, und Feldscout. Geht dann auf 30 Schuss, wenn ich mich nicht irre. Und das Geniale ist halt, drittes Auge, der Radar bleibt halt auch beim Zielen aktiv. Also ich muss sagen, das Multiwerkzeug, es fühlt sich gut an, wenn man mit ihr spielt. Das Handling ist klasse, der Sound dazu passt. Also man kann gut, also ich finde, es macht Spaß, mit ihr zu spielen. Was mich aber mal interessieren würde, wenn ich das jetzt hier so sehe, wie hoch kann man sein Bewegungstempo pushen? Wo ist da das Cap, die Grenze. Gibt's nicht. Es gibt ein offizielles Cap von 10, das Mida-Multi-Werkzeug, schafft es aber, je nachdem mit welcher Klasse du spielst, jetzt gehen wir mal vom Jäger aus, der hat die maximale Agilität, der schafft das über das Cap von 10 drüber zu gehen. Ne? Hier gibt's ja Charakter-Agilität plus 2 und dann gibt's nochmal hier Mida-Multi-Werkzeug, das heißt, das Bewegungstempo wird nochmal erhöht und dann bist du noch schneller. Also genau, ich würde da aber sogar noch einen Schritt weiter gehen, da wollte ich nämlich gerade eingehen. Auf die strahlende Tanzmaschine. Genau, ja, nicht nur das. Wenn man hier Leichtgewicht nimmt, 2 plus 2 Charakter-Agilität, dann wieder Multiwerkzeug, Bewegungstempo-Schub. Wenn ich dann noch die Gemurmel einpacke, auch mit plus 2 Charakter-Agilität, plus dann noch die Tanzschuhe. Oh, so ein richtiges Agilitätsbild hier, wow. Ja, ich meine, wenn man Inferno spielen möchte, bist du da sowas von fix unterwegs. Man müsste das eigentlich mal ausprobieren, das würde mich echt mal interessieren, wie schnell man dann ist. Ganzen Items. Und ja, Gemurmel ist eine legendäre Waffe, die kann man tragen, mit dem Multiwerkzeug zusammen. Genau. Und die strahlenden Tanzmaschinen, ja, da muss man. Das ist ein Rüstungsteil. Von daher passt das. Also, wenn ihr gerne auf Geschwindigkeit spielt, oder mal austesten wollt, was kann das Ding so machen an Geschwindigkeit, ne? Also rausholen bei eurem Hunter an Geschwindigkeit. Holt's euch mal. Also es ist eine wirklich sehr, sehr gute Allround-Waffe. Die Reichweite ist eigentlich auch in Ordnung. Gucken wir mal jetzt hier nochmal im Vergleich mit der Krypta-Bewohner. Da habe ich die natürlich ein bisschen hochgesetzt. Oder? Habe ich die da hochgesetzt? Das müssen wir mal schnell schauen. Ja, ich habe Hammergeschmiedet reingeholt. Machen wir es mal ein bisschen fairer, den Vergleich. Und jetzt habe ich nämlich mal die Schnellnachladung reingemacht. Und jetzt seht ihr hier die Reichweite. Da ist die Mida. Naja, die Stats sind fast gleich. Nur hat sie ein größeres Magazin. Und sie macht euch schneller. Und guckt euch mal die Nachladezeit an. Ja. Der ist voll, der Balken. Ja, ist voll. Das Ding hat nicht nur viele Schuss, sondern ihr habt auch sofort wieder die vielen Schuss. Und das ist echt klasse. Deswegen werde ich mir die auch bald mal vorknöpfen für ein Full Review. Da habe ich mir ja vorgenommen, alle exotischen Waffen einmal vorzustellen oder zumindest ein Video zu jeder exotischen Waffe auf unserem Kanal zu haben. Und naja gut, bis auf Vierter Reiter und die Jalahorn, die kriege ich halt einfach nicht. Na, ist ein bisschen doof. Aber gut, ne, exotisches Brustengram gab es ja letzte Woche schon, hast du ja vorhin auch nochmal vor der Aufnahme gesagt. Genau, ja. Soll mal seine Lichtpartikel dafür benutzen. In letzter Zeit ziemlich häufig die Brust, also als Engramm, ja. Könnte mal wieder was anderes her. Ja, da könnte wieder mal was anderes her. Vielleicht mal wieder ein Helm. Arme Helm. Helm war, glaube ich, schon eine ganze Weile nicht mehr dran. Früher waren Helme doch immer so beliebt. Genau, ja. Na, Helme würde mal wieder Zeit, ja. Ja, definitiv. Ja, da gibt es ja, glaube ich, auch die meisten exotischen Rüstungsteile. Dann müsste die Brust kommen, dann die Arme und dann die Stiefel, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, Stiefel gibt es für Warlock zum Beispiel noch gar keine. Also Engramme dann auch je nach Bedarf, wenn euch da, wenn ihr versuchen möchtet, da was Bestimmtes zu bekommen, kauft euch das Engramm. Wenn nicht, dann kauft es euch nicht. Ansonsten, naja, auf die Sachen hier, die er dabei hat, Herz des praxianischen Feuers, ich weiß das gerade gar nicht, 132. Ne, meine ist besser mit 139 und die habe ich auch gekauft. Licht hinter Nemesis.
122 auch schlecht. Die aktuelle Helm des Innersten Lichts, 116 Stärke. Ist auch nicht so viel. Also die Werte, die sehen heute nicht ganz so extrem hoch aus. Ich glaube, beim Archäophagen-Symbionten. Außer vielleicht Maske des dritten Mannes hat 120. Das könnte vielleicht dann nicht einigermaßen okay sein. Ja. Also wenn ihr eure Ausrüstung maximieren wollt, könnt ihr mal schauen, ob ihr die Sachen eintauschen wollt. Ich würde das nicht nur vom Lichtwert abhängig machen, sondern halt auch eben von dem Wert, der da bei den Attributen dahinter steht. So, und natürlich, ich glaube, jetzt ist, haben sie nicht gesagt, immer schwere Munitionssynthesen dabei? Ja, haben sie gesagt, oder? Ja, ja, wird mal sehr, sehr häufig. Weiß nicht, ob das jetzt wirklich bei jedem Mal ist, aber naja, ist auf jeden Fall immer genug da im Moment. Auf jeden Fall, das war's von unserer Seite. Doch ein bisschen länger geworden als erwartet. 16 Minuten haben wir jetzt rum. Deswegen, wenn ihr nicht wusstet, was ihr kaufen sollt, hoffen wir natürlich, dass ihr jetzt genau wisst, was ihr kaufen sollt. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten, wenn ihr nichts mehr zu Destiny verpassen wollt, dann abonniert uns. Abonniert auch den Angelus. Der hat auch ganz viele sehr tolle Destiny-Videos und noch ganz viele andere Projekte auf seinem Kanal. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Schönes Wochenende. Macht's gut. Ja, von mir ebenso. Schönes Wochenende und viel Spaß mit den Items, wenn ihr euch was zulegen solltet. Ja, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.